Hallo ihr Lieben, heute gibt es die Anleitung dazu, wie man sich einen gut aussehenden Mann selber backen kann. Spaß beiseite, wollte ich endlich mal wieder Butterplätzchen backen, die sich einfach ausstechen lassen und nach dem Backen nicht ultra hart werden, sondern noch so richtig schön zart bleiben. Für dieses Supertalent an Teig benötigen wir natürlich kalte Butter und Mehl und Puderzucker für die zarte Konsistenz. Meine Keksmänner sollten besonders lecker schmecken, deswegen bekommen sie noch etwas Würze durch Vanille, Zimt und etwas selbstgemachtes Orangeat. Dies sollte natürlich ganz, ganz fein gehackt sein. Hier haben wir noch ein Ei und dieses werden wir trennen, denn für den Teig benötigen wir nur das Eigelb, welches wir jetzt mit den anderen Zutaten zusammen in unsere Rührschüssel geben. Für diesen Teig habe ich Vanillepaste verwendet, weil das Ganze noch etwas Flüssigkeit in den Teig bringt. Und das Rezept für mein selbstgemachtes Orangeat verlinke ich euch hier rechts oben bzw. unten in der Infobox. Dort findet ihr natürlich auch alle Zutaten, die genauen Mengenangaben und die Backzeiten. Am Anfang erscheint es so, als ob im Teig zu wenig Feuchtigkeit wäre, um die Zutaten zu binden. Nach 2-3 Minuten Kneten verändert sich aber schon die Konsistenz, weil die Butter natürlich weicher wird. Also ein wenig Geduld haben und keine weitere Flüssigkeit in den Teig geben. Die fertige Teigkugel decke ich dann ab und gebe sie noch für ca. 20 bis 30 Minuten in den Kühlschrank. Anschließend lässt sich der Teig viel besser verarbeiten. Den Teig rolle ich auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und dann können wir auch schon nach Belieben Kekse ausstechen. Vergiss nicht, den Teig vorher noch etwas anzuheben, damit die ausgestochenen Kekse nicht an der Arbeitsfläche kleben bleiben. Auch kleinere Kinder können sich hervorragend an dieser Weihnachtsbäckerei beteiligen, da der Teig wirklich unkompliziert zu verarbeiten ist. Übrigens vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr die neuesten Rezepte von mir nicht verpassen möchtet. Hier seht ihr das übrig gebliebene Eiweiß. Dies verrühre ich kurz mit Puderzucker zu einer cremigen Masse. Also Puderzucker einfach nach Gefühl reingeben. Und diese Masse gebe ich dann gleich auf meine Kekse, je nach Belieben natürlich. Es ist auf jeden Fall eine gute Lösung, um das Eiweiß zu verbrauchen. Und da ich dieses Royal Icing, so wie man es nennt, meiner Tochter nicht gerne so zum Essen geben möchte, da ich ihr auch keine rohen Eier gebe, wird das Ganze bei mir also mitgebacken. Natürlich sieht das dann nicht ganz so hübsch aus, aber für den Hausgebrauch ist es schon geeignet. Die Plätzchen sollten auf jeden Fall mit Backpapier gebacken werden, damit sie nicht kleben bleiben. Und ich gebe sie dann in den vorgeheizten Backofen für maximal 10 Minuten. Aber genaue Informationen zu der Backzeit stehen natürlich unter der Zutatenliste. Das zweite Blechplätzchen habe ich dann ganz normal gebacken, ohne irgendetwas drauf. Ich hatte mir vorher noch Knöpfe und eine Krawatte ausgestochen. Damit verziere ich dann meinen Keksmann. Dafür habe ich jetzt einfach nur Zuckerguss verwendet, also ein Puderzucker-Wasser-Gemisch. Genaue Mengenangaben habe ich da nicht beachtet, das mache ich immer nach Gefühl. Ihr seht aber, es ist eine richtige dickflüssige Masse geworden. Diese lässt sich übrigens auch hervorragend mit Lebensmittelfarbe einfärben und dann kann man seinem Lebkuchenmann auch noch ein paar Akzente verleihen. Der Fantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euren eigenen Keksmann so gestalten, wie ihr das möchtet. Von dieser Menge Teig bekommt ihr übrigens mit so einer großen Form, wie ich sie habe, ungefähr 4 von solchen Keksmännern. Plus noch ein paar kleinere Kekse, unter anderem auch die Dekoration für den Keksmann. Nach ungefähr einer Stunde ist der Zuckerguss dann auch richtig hart geworden. Und dann können wir unseren Keksmann auch schon genießen. Auf jeden Fall sieht er auf dem Plätzchenteller richtig hübsch aus, wie ich finde. Meine Tochter hat schon Tränen vergossen, als wir ihn dann endlich gegessen haben, weil sie es gar nicht akzeptieren konnte, dass wir ihn zerstückeln. Aber zum Vernaschen ist er nun mal da. Egal ob als Keksmann oder Keksfrau oder als eine andere Form, hoffe ich sehr, dass ihr dieses leckere Rezept mal ausprobiert, denn der Teig ist wirklich sehr einfach zu verarbeiten. Und durch die Aromen innen drin schmeckt er auch richtig lecker. Weitere leckere Rezepte für eure Weihnachtsbäckerei verlinke ich euch hier und auch unten in der Infobox. Viel Spaß wünsche ich euch beim Backen und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!